Feiger unterwegs. Mein Name ist Hartmut Eglinski, ich bin Pfarrer in Dillbrecht. Wenn ich hier spazieren gehe, dann muss man ja gar nicht weit gehen, nur ein paar Höhenmeter und man hat einen herrlichen Ausblick auf das Dilltal runter nach Haiger bis nach Langenaubach und dann bei einigermaßen gutem Wetter in den Westerwald, wo man die Windräder sehen kann. Einen fantastischen Ausblick. Und wenn man dann noch ein paar Höhenmeter draufpackt und wirklich Glück hat und die richtige Stelle erwischt, dann kann man sogar den großen Feldberg erblicken. Oder man geht rauf zur tiefen Roter Höhe und schaut runter auf das Siegerland. Wir Menschen, wir genießen das, wenn wir diese Höhe haben. Es fühlt sich gut an, so herabzuschauen. Eine Weite ist da. Dankbarkeit für Gottes Schöpfung kann ich dort spüren. Es tut gut, so unterwegs zu sein. Wir Menschen, wir geben uns aber doch nicht so sehr zufrieden mit den Höhenzügen des Westerwaldes oder des Rothaargebirges. Wir wollen lieber noch ein bisschen höher hinaus. So viele Touristen haben wir jetzt hier auch nicht mehr, die hier in Haiger unterwegs sind. Ja, da geht's dann schon in die Alpen oder auf den Mount Everest. Im Mont Blanc, da hat sich sogar der Bürgermeister überlegt, der nächsten Gemeinde eine Kaution von 15.000 Euro zu verlangen für jeden Bergsteiger, der dort hochsteigt, um die Kosten abzudecken für die Bergrettung. Oder auf den Mount Everest. Sir Hillary Clinton, das war noch ein Mann, wo ich als Kind nach oben geschaut habe, boah, was der geschafft hat. Und heute geht jeder, der einigermaßen fit ist und viel Geld auf dem Konto und schon immer mal einen hohen Berg besteigen wollte, stapft da hoch, sodass es fast schon ist wie eine Autobahn. Ja, wir Menschen wollen immer noch gerne höher hinaus. Höher. Super. Super ist der Ausblick, aber super ist auch die Perspektive, die wir Menschen gerne haben, noch höher. Und da sind wir bei einer der sieben Todsünden, die in der alten Kirche benannt worden waren. Eine davon ist Superbia. Immer noch höher und weiter und schneller, könnte man sagen. Ja, so sind wir Menschen veranlagt. Gott wiederum sagt etwas dazu, dieser Superbia. Aber er freut sich aber genauso darüber, wenn wir etwas schaffen. Und so gehört es zur gesunden Entwicklung von Kindern dazu, dass sie dieses, was Superbia, was Psychologen als Grandiosität bezeichnen, was bei Narzissten dann krankhafte Züge entwickelt, aber Grandiosität zu merken, ich als Mensch, ich kann etwas bewirken, ich habe Kraft, ich kann etwas gestalten. Und dann kommt bei Kindern auch manchmal das Gefühl dazu, ich kann alles. Naja, vielleicht nur für einen Moment dieses Gefühl. Ich kann alles aus eigener Kraft. Und ich glaube, in die Richtung geht das mit der Superbia. Und in die Richtung geht auch der Wochenspruch 1. Petrus. Da steht geschrieben im Kapitel 5, Vers 5b, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und da habe ich mal rausgesucht, was Wolfgang Thierse, ich glaube im Jahr 2012 in einem Spiegel-Interview gesagt hat zum Thema Demut. Was heißt es denn, demütig zu sein, war die Frage von Spiegel Online. Und Wolfgang Thierse antwortet darauf, was heißt es, ja, Demut ist das Bewusstsein von der Erbarmungswürdigkeit des Menschen. Das Bewusstsein, dass man Fehler und Irrtümer begeht und darauf angewiesen ist, dass einem andere verzeihen und vergeben und man selbst dazu bereit ist. Eine tiefe Einsicht in die Fehlbarkeit der eigenen Person und das Gefühl der Dankbarkeit für das, was gelingt. Und das ist, glaube ich, der Kern. Dankbarkeit, nicht nur so ein unbestimmtes Gefühl, sondern sprechen Sie es auch ruhig einmal aus. Herr Jesus, ich bin dankbar für den schönen Spaziergang, für die Zeit, die ich dort oben auf dem Berg verbracht habe, für das, was ich geleistet habe, für das, was ich geschafft habe. Und
Ich habe Erbarmen mit anderen, so wie du Erbarmen mit mir hast, so wie du nicht meine Fehler mir vorhältst, so will ich auch anderen mal die Fehler nicht vorhalten. Denn was passiert denn, wenn ich anderen die Fehler vorhalte? Ich schaue herab. So wie man vom Berg herabschaut aufs Tal. Auf einmal bin ich oben, der andere ist unten. Ich, der Ankläger, der andere, der sich verfehlt hat. Nee, das will Gott nicht. Damit ist er nicht einverstanden. Denn die Anklage, die ist am Kreuz gelandet und soll unter uns keinen Raum haben in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, weil es Jesus auf dem Herzen liegt, uns aufzurichten. Und das geht nicht, wenn wir auf andere herabschauen oder wenn auf uns herabgeschaut wird. Und so wünsche ich uns allen, so wünsche ich Ihnen eine fröhliche Demut aus seiner Gnade, die Demut, die daraus lebt, zu wissen, ich bin ein geliebtes Kind des Höchsten.